Wir sind zurück bei Night Shift. So, der Richard wird uns jetzt hier begleiten. Und auch auf die 1 gesetzt. 2, lassen die. Da vorne sind wieder Gegner. Wir haben uns gleich mal reinstürmen. Das Schwert wird schadig, aber wir oh, der macht auch gut Schaden, ne? Damn. Sehr gut. Es ist an der Zeit, unsere Aufgabe zu vollenden. Jetzt ist es natürlich noch ein bisschen einfacher geworden, da ich jetzt nochmal einen zweiten Held habe. Wir zerteilen euch Stück für Stück. Ui. Was kann ich für dich tun? Jetzt strengt euch aber an. Ah, wir haben einen Soldat gekriegt. Gleich mal hier dazu. Ho, ho. So. Jetzt muss ich nur gucken, ob der Weg hier überhaupt darunter führt oder ob der woanders hingeht. Aber wie es aussieht, sieht es gut aus. Hier ist ein kleiner Fluss. Ja. Ja, natürlich. So, was haben wir hier? Nichts. Sag mal, ist es. Ah, da sind wieder Gegner. Natürlich. Los, geht drauf. Halt. Oh! Oh, den hätte ich jetzt fast verloren. Glück gehabt. Zu Diensten. So. Ich muss aufpassen, dass ich meine Soldaten nicht verliere. Ho, ho, ho. Ich glaube, ich lasse die noch mal kurz alle ein bisschen kann nicht schaden. Schlafen hier. Ich brauche euch noch. Nicht, dass ihr mir jetzt alle genau wegsterbt. Ich muss mir die Füße vertreten. Ja. Ja, wie soll ich gehen, ey? Der pennt sich noch ein hier. Sollen die eigentlich so einen Punkt kriegen? Kriegen die auch mehr Leben? Hm. Scheint so. Die haben leider voll wenig, auf die muss ich aufpassen, auf meine Zauberer. Dass sie die nicht wegnatzen. Okay, perfekt. Können wir weitergehen? Immer schön wie den Weg entlang. Befehl. Der Lanzenträger ist bereit. Muss ein bisschen gucken vorne, wenn viele. Aha, wenn viele Pilze nämlich da sind. Dann, oh, da gibt es wieder was zum Holen. Gesundheitselixier. Leben erhöht, 50 Punkte. Rittertum nimmst und du? Ehre sind wie das hast höchste jetzt? Gut auf Erden. Zustand 1040. Selbstverständlich. Hol dir mal das Teil hier. Ja, das hat er schon erhöht. Perfekt. Solche Items, denke ich mal, werden Prinz Siegfried am besten tun. Oh gut, dass wir es jetzt auch dem geben können eigentlich. Aber der hat mehr Leben, so wie ich gerade sehe. 1800 und der 1105. Wir sind Siegfried, Prinz. So, da kommen noch mal ein paar Gegner. Hier versagen die Kräfte. Ja, ja, aber der verträgt es. So. Rittertum und Ehre sind das höchste Gut auf Erden. Muss ich da jetzt einmal um den komischen Minisee rum oder? Ja, voll in der Pampa hier unten. Der rostet. Ich
könnt ihr eigentlich mal kurz gucken. Prinz Siegfried, unser Held, muss überleben. Sucht die Entführer, befreit den Hirtenjungen, befreit das Einhorn. Ein Einhorn. Ja, scheiße, und jetzt? Wie komme ich da hin? Euer Wille geschehe. Ja, und wie läuft ihr? Geht's da entlang? Boah, das ist jetzt aber fies, ey. Heute werdet ihr Blut schmecken. Da lasse ich doch mal lieber meine Soldaten hinten, bis ich die hier erledigt habe. Wir sind sonst ein leichtes Opfer. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ich denke mal, da müssen wir hier rein. Schicken wir mal die anderen hinterher. Vermutlich müssen wir jetzt in die Gruft. Ich werde mal meine zwei Jungs vorschicken und mal schauen, wie es aussieht hier unten. Der Feind. Ah, Skelette. War ja klar. Den Abschaum und verfüttert ihn an die... Das Schwert wird schadig. Machen wir mal die anderen hier rein. Uns nicht. Ich würde gerne kämpfen. Das glaube ich. Hey, das wäre geil, wenn man so Ungeheuer auch für sich gewinnen könnte. Da ist der Feind. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich jetzt rauskomme hier. Hier ist nichts mehr. Nein. Dann mal raus. Weidet die Meute aus. Alle hoch. Hier muss man wieder irgendwas aktivieren, so wie es aussieht. Mit was mache ich das? Mit meinen Jungs, oder? Wer rastet, der rostet. Stellen wir mal den drauf. Jetzt werde Unterstützung angebracht. Die sind ja eigentlich schon alle da. Kommt mal, hey. Stellen wir mal die hier drauf. Dieses Schwert ist für immer während der Ruhe. Ja, war. Meine Jungs schaffen das doch locker. Yes! Und es ist auf. Das Tor. Da wird wahrscheinlich irgendwo das Einhorn sein oder so. Unverzüglich. So, und wieder hoch. Wir sind Siegfried. Prinz Siegfried. So wird es sein. Und hier, jetzt müssen wir erst mal warten, bis meine Leute kommen. Du gehst ja soweit sicher. Ich melde mich. Passt. Wird gemacht. Okay. Sehr gut. Bieten wir den Verrätern die Stirn. Die zwei könnten eigentlich mal so lang. Das gefällt uns. Pennen. Bis alle da sind. So, der Siegfried hat schon ausgeschlafen. Die anderen kommen. 1, 2 noch. Jawohl. Perfekt. Und wir können weitergehen. Wir sind bereit. Ich glaube, die anderen, die sind ja soweit fit, oder? Ja. Wir zeigen ihnen, wo es lang geht. Los, komm, geht mal hier vor. Klopft sie weg. Im Schaukelschreck. Der Thron steht uns zu. Eher sterben wir, als nach Verstärkung zu rufen. Zu Hilfe! Super viel. Grabt eure Gräber, ihr räudigen Hunde. Hui, kommt ein bisschen was Heftigeres. Lass mal die Aufmerksamkeit. Ey, ich hoffe dich.
Trottel. Das Schwert wird schartig, aber wir ergeben uns nicht. Der Lanzenträger ist bereit. Der wahre Ritter ruft nicht um Hilfe. Schafft ihr die, bevor der stirbt? Ah, wir haben wieder 9. Sehr gut. Ja, das machen sie automatisch heilen. Wollen wir Wildschwein oder Hirsch jagen? Komm mal runter von deinem. Schluss mit den Faulenzen. Die setzen wir jetzt mal hier her. Gibt es etwas zu erledigen? Damit wir euch neu zuteilen können mit unseren Bogenschützen, wo wir jetzt haben. Bieten wir den Verrätern die Stirn. So. Da hinten ist wieder was zum Draufstehen. Ich weiß nicht, ob ich mal den Siegfried da draufstellen soll. Ich mach's jetzt einfach mal. Oder den anderen Held. Der wird dann hier aufgehen. Ja, sehr schön. Ist da nochmal was zum Drauftappen? Nee, hier jetzt nicht. Da muss irgendwo noch was sein. Dass man das hier auch aufbekommt. Aber so wie es aussieht, nicht hier. So, machen wir erstmal wieder zusammen. Ich melde mich. Ich komme. Gute Frage, wo kann das jetzt sein? Wo kann das jetzt sein? Schicke ich mal die zwei Helden vor. Ich werde es tun. Vielleicht ist es ja irgendwo ganz anders. Ah, hier ist nochmal eine Brücke, hier sehe ich gerade. Das war ein Kadaver, kommt uns besuchen. Lange halte ich das nicht mehr aus. Wo sind Feinde? Hier nicht. Was? Wo? Wo habe ich jetzt eine Spielerfigur verloren? Vor allem, was habe ich verloren? Okay, Priester habe ich keinen verloren, oder war es irgendein anderer? Ey, shit, Mann. Was war das jetzt gerade für ein Scheiß? Natürlich. Na, jetzt schicken wir mal alle hier rüber. Oh. So, da ist der Hirtenjunge, so wie es aussieht. Der Kleine. Ja, lasst euch doch noch mehr Zeit. Ist ja kein Problem, oder? Der Thron steht. Ey, uns Alter. Zu. Los, lauft. Ach, ich laber den jetzt mal an. Die, ja. Die laufen ja trotzdem weiter, glaube ich. Siegfried, ja. Rede. An die Arbeit für unseren glorreichen Sieg. Jetzt. Was wollt ihr von mir? Wir suchen einen Führer, der diese Gegend gut kennt. Kennt ihr einen? Oder habt ihr kürzlich einen gesehen? Lustig, dass ihr gerade danach fragt. Einer sitzt gerade in meinem Käfig. Er bereitet mir nur Schwierigkeiten und nervt mich mit seinen Geschichten über schlaue Kühe. Wenn er mir einen kleinen Gefallen erweist, könnt ihr ihn gerne mitnehmen. Wir stehen zu eurer Verfügung. Zuerst müsst ihr mir aber den kleinen Gefallen erweisen. In den Kellern neben meiner Hütte wachsen sehr seltene Pilze, die ich für meinen Aufguss benötige. Bringt mir bitte 3 davon. Ihr müsst lediglich auf 1-2 kleinere Monster und einige Fallen achten. Warum holt ihr sie da nicht selbst? Wie ihr seht, könnte ich die Mutter eurer Mutter sein. Meine Knochen sind alt und gebrechlich. Und außerdem seid ihr hier der Held. Und nicht ich. Abgesehen davon ist es unmöglich, die Keller zu betreten. Mit Hilfe eines kleinen Zauberspruchs jedoch bin ich in der Lage, euch zu teleportieren. Wenn ihr die Pilze gefunden habt, wird euch mein Zauber wieder an die Oberfläche bringen.
Hey. Ah, ich muss es alleine machen, so wie es aussieht. Okay, gut, aber nicht in diesem Part, sondern im nächsten. Bis gleich.